Bam! Yo, meine Kartoffelfreunde, und willkommen zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Mittlerweile ist es die vierte Folge. Heute spielen wir auf der Karte Grenze den Spielmodus Geisel. Geisel, ist unsere Aufgabe, diese Geisel hier zu retten und mit nach draußen in Sicherheit zu bringen. Das ist unser Auftrag. Ich spiele wieder mal ein lockeres Match, weil sich noch niemand zu den Wettkampfmatches geäußert hat und... Nein, jetzt hat er mich erwischt. Ich dachte, ich kann ihn verarschen. Ich spiele den Operator Ash. Ash hat sowas hier, Sprengladung, die sie fernzünden kann. Ja. Geisel ist zum Glück im Erdgeschoss. Beim Lockeren kann man das leider nicht auswählen, wo man... LOL! Good job! Leider kann man hier nicht auswählen, wo man spawnt und so. Aber es ist trotzdem völlig in Ordnung. Ja, ein kleines Kind, wow. So, falls ihr gerne mal meine Rainbow Six Siege Steuerung oder ähnliches sehen wollt, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Das ist kein Problem. Einfach immer alles in die Kommentare hauen. Ich werde euch immer möglichst alles beantworten, das wisst ihr ja. Capcan down. Ich weiß nicht, ob ich die Seite aufmachen will. Ah, da ist Yokai. Can you cup? Never mind, Alter. Nicht wundern, wenn ich Englisch rede. He's Half-Life. Nicht wundern, wenn ich Englisch rede. Ich spreche gerne mit den Teammates. Kommuniziere gerne. Das ist halt wie Counter-Strike. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt das noch reißen, die beiden Dudes. Also, die scheinen nicht so erfahren in dem Spiel zu sein. Wir können uns ja mal die Level angucken von denen. Ah, Level 51. Der ist Level 56, hat aber ziemlich gefailt. Level 9, oh Gott. Und Level 42. Gut, sind alle ziemlich... ziemliche Anfänger. Ah. Gut. Das war von beiden irgendwie doof gemacht. Ah, die haben auf jeden Fall Twitch, die Gegner. Ach nee, doch nicht. Doch, haben die. Mann, Mann, Mann. Ja, die Drohne, diese Schockdrohne ist immer scheiße, aber man hat schon 10 HP weniger. Wenn er sich 2-3 Mal trifft, bist du auf 70, auch vielleicht auf 60. Also, gute Twitch-Drohnen kann einem richtig wehtun. Und besonders haben sie halt auch die ganze Elektronik schon vorher ausgeschaltet, sowas wie Störsender und Co. Ist halt ziemlich abfuck, ne? Da ist schon die Ash. Ja, da kriegt mein Team schon ordentlich auf den Sack gerade. Ich hab immer noch meinen Rücken hier im Blick. Bam! Digga, einfach umgerannt, die Nuttensöhne, Alter. Alter. Meine Runde, Digga. Glass is there. Weißt du was, Digga? Nice, good job, well played. Hier gibt's viele Möglichkeiten, ein Spiel vernünftig aufzubauen. Das ist halt nicht nur reinrennen und töten, sondern auch mal nachdenken vielleicht. Das ist halt, was ich halt schon mit Alex gesagt, oder ja doch, mit Alex in der ersten Folge Rainbow Six besprochen habe. Es ist in meinen Augen ein Taktik-Shooter. Ein sehr, sehr, sehr taktischer Shooter.
den man nicht eben einfach mal so lernt, finde ich, sondern wo man sich halt schon mit auseinandersetzen muss. Ich habe auch am Anfang gedacht, ich spiele halt sehr viele Shooter, wie ihr wisst, Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield, also ich spiele wirklich sehr viel Shooter und auch ich hatte meine Probleme hier reinzukommen. So, am Aiming am Anfang lag es nicht, ich konnte aimen, ich konnte gut zielen, ich war schnell drin. Das Problem hier ist wirklich dieses Spielverständnis, was man mitbringen muss, dass es halt nicht wirklich so einfach ist, ne? Muss man erstmal reinkommen. Yo, läuft bei mir? Das ist nicht eben so mal, ja gut, ich starte das Spiel mal und kann. So, ich lege mich jetzt hier hin. Und die Gegner haben nämlich eine Kavera. Kavera ist ein Charakter, der rennt gerne mal durch die Gegend und versteckt sich irgendwo. Deswegen halte ich hier nach ihr Ausschau. Und nur um sicher zu gehen, dass sie mich hier nicht irgendwie gleich überrascht oder so. Weil wenn sie mich dann niederschießt, kann es passieren, dass sie mich sozusagen verhört. Und wenn sie mich verhört, dann... Ja, wenn sie mich verhört, dann wissen die Gegner, wo ich... werden meine Teammates kurz auf der Karte angezeigt. Ach, Läufer erschrocken. Schon kaputt, perfekt, guter Twitch. Dementsprechend bin ich, was Kavera angeht, immer sehr vorsichtig. Oder wenn die Gegner eine Kavera haben. Das Gute ist für uns halt, die Gegner haben einen Charakter weniger. Ein Spieler. So, ich versuche jetzt mal... Ich will mich mal hier durchbohren. Das war zum Beispiel grottenschlecht von mir. Okay, die Kavera ist auf jeden Fall drin. Das ist schon mal gut für uns. Kavera drin oder von innen kann nicht sehr viel tun. Das Smoke-Granate. warum auch immer er jetzt aus dem Match entfernt wurde. Das war grottenschlecht von mir. Da habe ich einfach... Bin ich zu schnell um die Ecke gekommen, sodass ich mit meinem Fadenkreuz nicht richtig drauf sein konnte. Das war natürlich nicht so gut gerade. Wie gesagt, das ist halt ein sehr langsamer Shooter, sehr taktisch, aber macht unfassbar Spaß, besonders wenn man zusammen mit Freunden spielt. Dann finde ich den Shooter schon extrem nice. Ah, da liege ich dahinter. Digga, spring doch einfach, ja. Manche Leute machen sich echt unnötig schwer. Zwei sind auf jeden Fall da. Das ist gut, einen hat er. Wenn er jetzt auf die Geisel schießt, ne? Digga, wo zieht er denn hin? Termite, don't shoot at the hostage, please. Der liegt direkt hinter der Wand, Digga, du kannst durch die Wand schießen. Shoot the wall to your right, there is an enemy. Digga, der kann doch den... Ja, yeah, one to the right and to the left. Last one is to the left of... Yeah, to the left. Close left, Ash, close left. He's lying on the ground. To the left! Termite! Nice, good job. Alter Schwede. Manchmal denke ich mir auch so, das Ding ist, der Termite hat ihn die ganze Zeit ja angeguckt vorhin und auch abgeschossen und so. Aber er hat ihn einfach... Er ist einfach an ihm vorbeigelaufen. So, wieder Verteidiger. Ich spiele wieder Frost mit den schönen Bärenfallen. Das ist Bandit. Bandit kann die Elektro-Sachen aufstellen. Ich glaube, ich mache das so einmal hier. Ich versuche meine möglichst doof aufzustellen, damit die Gegner da halt einfach reinlaufen. Also damit die... Weil ich denke mir immer so, gut, viele Gegner Frosts hauen das Ding gegen hinter die Wand oder hinter eine Tür. Und ich würde sowas halt nicht machen. Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt zur Geißel. So, die Drohne haben wir auf jeden Fall von Twitch. Die ist natürlich ziemlich abfuckt.
So, ich werde jetzt mal hier das Schild aufstellen. Oh, das wird eng. Manchmal sind die Gegner schon so schnell. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu gierig wird. Und dann noch den... im letzten Moment dann noch das Fenster dicht macht. Gut, das war jetzt Termite. Termite braucht man eigentlich nicht, um so ein Fenster aufzumachen. Digga, heute ist echt nicht mein Tag, Mann. Ash ist minus 50 at the window, be careful. Ja, Level 99, ja gut, das ist halt auch schon ein Unterschied zu mir, ne? Aber ich habe einen mit meiner Falle getroffen, auf jeden Fall. Ash is down at the window, be careful. Or someone is at went into my trap. Geisel von Gegnern gefasst. Guys, they got the hostage. Da haben die Geisel nicht länger unter Kontrolle. Geisel wurde ausgeschaltet. Oh Gott. Bei sowas frage ich mich echt, Digga, denk doch mal nach, bevor du da wie so ein Irrer auf die Geisel schießt. So Leute, fünfte und letzte Runde. Kann nicht sein, was letzte Runde passiert ist, ey, ohne Witz. Die sind einfach zu doof, um nachzudenken, bevor sie auf jemanden, der die Geisel in der Hand hat, zu schießen. Dieser Moment, wenn sich ein Gegner nur mit deiner Drohne beschäftigt und ganz vergisst, was er noch machen muss. Richtig gut. Also sie sind jetzt da, wo sie am Anfang waren. Unten in dem Konferenzraum würde ich das jetzt mal nennen. Gut, das Gute bei Sledge ist natürlich auch, Sledge ist sehr schnell. Also es gibt auch wirklich große Unterschiede bei den verschiedenen Operatoren. Von schnell zu langsam, mehr Rüstung, weniger Rüstung, ausgeglichen und so. Jetzt frage ich gerade. Oh. Ups, ich wollte die 5 drücken. So, wo ist natürlich jetzt mein Operator? Na, gucke ich erstmal mit der Kamera. Das ist immer das Gute bei der Kamera. Man kann erstmal gucken. Guckt so, okay, ist da ein Gegner um die Ecke? Und dann kann man sich wenigstens schon mal drauf vorbereiten. Wenn man den Zweikampf dann verliert, gut, dann ist das halt, ist normal, ne? He's behind the wall. Got him. Siehst du, dadurch, dass ich jetzt die Kamera hatte, konnte ich den Bandit easy peasy mitnehmen. So, jetzt kann man gucken, hier links ist keiner. Hier, aber wieso ist hier ein Schild? Da kann man jetzt mal rüber. Das Schild ist ja eigentlich auch nur da, wenn da irgendwo ein Gegner steht, würde ich jetzt mal behaupten. Ist es in dem Fall aber nicht. Hier scheint alles frei zu sein. So, gucken wir bei der Geisel. Ist keiner, hier ist nur eine Frostfalle. Be careful, at the hostage is a beer trap. So, da ist Smoke. Da war Kavera. Hallo! So. They are all at the hostage. Or next to the hostage room. Ich glaube nicht, dass ich diese Wand hier zerstören kann. Digga, er rennt mir einfach davor, Mann. Ist der irre? Nein, Digga! Ich dachte, die Kavera konzentriert sich auf die andere Seite. Ah! Na, immerhin haben wir einen bekommen, den Bandit. Und sind immer noch Erster. Und wenn wir jetzt gewinnen, dann wird uns auch keiner den ersten Platz wegnehmen. Kill Kavera! Na, da! Digga, die machen sich das selbst kaputt. Die machen sich das ganze, die ganze Runde selbst kaputt. Da steht ein Gegner rechts. Der kommt! Oh Gott! Und der Puls ist auch da. Ich bin ganz so ruhig, weil das ist ziemlich spannend. Wenn der Typ das wirklich schafft, dann wäre das richtig nice.
Ach schade, das ist nicht so eine gute Runde, weil wir gestern. Die war gestern die Runde, die war so ultra nice. Noch einen schönen. Weil heute ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Schönen Donnerstag wünsche ich euch. Tschüss.